Ja, letztens, So, nach letztens. einem Serverabsturz von Da läuft Europa Jan sind noch. wir jetzt in Nordamerika Ach, unterwegs. ich hasse Jan. Ach, ist der Ach, Server sag wirklich mal, Cornelius, abgeschnitten? Kann das jetzt ja, wirklich musste, sein, weil dass es der ging bei euch allen nicht Europa-Server mehr. nicht funktioniert? Bist du sicher? Ja, ich Also, bin sehr das kann doch sicher. nicht sein. Das ist ja eine ganz neue Perspektive, Und die du uns da sind aufmachst. Fällt tatsächlich dir zu auf, 8. Wir haben es Europa zu geschafft. sein, Mann? Let's Also, go. ich glaube, der europäische Server ist gerade abgestürzt, Mein ne? Ping ist voll hoch. Was soll das? 112 Ohne habe ich. Shit. Sollen wir mal Nordamerika ausprobieren? Oh, was? So. Scheiße. Der Server ist abgeschmiert! Ah, nee, doch Ah, nicht. nee. Okay. Okay. Also jetzt mal wieder etwas größere Runde. Ich bin gespannt, wie Okay, es läuft. ich habe einen Black Screen. Okay, ich bin Besatzung. Ja, ich glaube, es lädt nur lang. Okay, wie gehen die Controls auf dem PC? WASD oder wie? WASD, ja. Könnte übrigens sein, dass der Europaserver abgeschmiert ist. WASD kannst du einstellen, glaube Bin ich. mir auch nicht sicher. Ich glaube, der Europaserver ist abgeschmiert. Wo ist denn hier dieses Scheiß? Hä, wo ist denn das? What the heck? Wo kann ich denn jetzt noch hin? Kann ich noch höher? Ich kann nicht höher. Ich kann nicht weiter rüber. Bin ich doof? Oh, da ist es. Jo, das hat gedauert. Ungewöhnlich lange, aber. Ach, das ist die. Nein, ich wollte gerade. Nein, ich muss dahin. Nee, jetzt muss ich hier. Ich muss hier machen. Das war hier, ne? Ja. Okay, Nico geht schon. Ja. Willst du fragen, wie man steuert? Was hast du gesehen? Donald hat erstmal gewendet und sich auch verkleidet als Dani. Aber dann hat er sich als Donald verkleidet. Ich bin mir sicher, dass Dani sich selbst umgebracht hat. Ja, ich glaube, es ist Moment, also wer hat sich in wen ich glaube verwandelt? nämlich, der Europa-Server ist abgeschmiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, also Donald hat irgendwie irgendjemanden getötet. Warte, hä? Wen hat er Ich glaube, auf getötet? dem Nordamerika-Server kann man Selbstmord begehen. Gar nicht einfach ausgewandert. Aber ich habe irgendjemanden töten sehen, also. Das ist schon mal Nee, gut. das ist eine Stadt in Deutschland, Ricardo. Also. Also ich habe Was hast jemanden du jetzt töten sehen, gesehen? jemanden sich verkleiden sehen und wenden. Die Person hat mich auch Nee. verfolgt. Die ist jetzt orange. Und Dani ist ja Ah. tot. Also sie ist Deswegen. jetzt orange, sie war es vorher Ist nicht. jetzt orange, Nee, okay. die war erstmal, war erstmal gelb und danach war sie orange. Also hat sie sich zurückverwandelt. Ja. Ah ja. Das glaube ich. Ich auch. Ganz Ich kurz habe habe ich es das. gesehen. Also ich habe den Mord mit meinen eigenen Augen gesehen. Also. Ich habe auch sehr viel gesehen. Ich habe nämlich gesehen, dass der Europaserver down ist. Also hast du gesehen, wie gelb getötet hat und danach zu orange geworden ist? Nein, nein. Nein, davor. Blau hat gelb getötet. Was zum. Nein. Ich glaube, das klingt alles so, als wäre es Conan. Ja. Also, Ricardo, erklär bitte nochmal kurz, was du gesehen hast. Also, erstmal bin ich mit Dani runtergegangen. Dann hat es sich herausgestellt, das war überhaupt nicht Dani, das war Jan. Und dann hat Nee. Jan Dani getötet. Und dann bin ich zum Emergency Button gegangen und dann, ja, jetzt sind wir hier. Hä? Jetzt sind wir Also, wo? okay, Ja, aber also, wenn jemand Moment. geht, Hey, wieso? Nordamerika! Ja, wo Also, kannst du denn okay, da alles? also mit anderen Worten, du bist mit Dani irgendwo hingegangen und dann kam der echte Dani vorbei und dann ist Dani zu Jan geworden und hat Dani gekillt und dann bist du zum Emergency Button gerannt. Ja. Aber warum hast du nicht Warum einfach die hast du Leiche Support? reportet, anstatt zum Nicht Emergency Button zu reported, laufen? ja. Also das ist schon ziemlich sus, nicht die Leiche zu reporten, mein Lieber. Also, es ist Jan, okay. Also will ich der Donald, ne? Ja. Ach, hab ich ja schon. Die Geschichte Ja, klingt aber. extrem verwirrend und ich weiß nicht, warum du die nicht einfach reported hast, aber ich glaube, so einen Scheiß kann man sich nicht Ich wollte ausdenken. gerade sagen, es wirkt alles sehr realistisch, obwohl er es halt ziemlich komisch erzählt hat. Ja, Respekt in deine Brust, Ja, Alter. Ich hab's ja so. verstanden. So einen Scheiß kann man sich nicht ausdenken. Ja, Also das ich habe ich auch hab schon mal Jan gesagt, das ich wäre hab Jan wirklich gevotet, Leute, ich schon hab Jan sehr gevotet, suspekt. das solltet ihr auch tun. Wir haben ja eh zwei Imposte, wenn einer schon mal raus ist, ist das doch schon Vote mal mich, ich gut. bin Donald, ich gewinne. Stop the count, stop the count. Okay, ja, da haben wir doch schon mal einen Imposter weniger. Das ist doch schon mal was. So, und ich habe hier direkt einen Task. Ich habe keine Ahnung, wie ging das denn? Ach so. Okay.
Dann habe ich hier einen Task. Ach, das ist das. Ich erinnere mich. Okay. Aber das heißt, wir haben... Ach nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, wir haben dann auf jeden Fall einen Formwandler. Aber theoretisch ist ja der Formwandler jetzt raus. Wenn es nicht noch einen Formwandler gibt. Was ist das denn? Aha. Egal, was es ist dann. Ah, Licht braucht keiner. Passt schon. Lass mal wieder hier an die ganze... Oh, das ist das da. Schnell, bevor ein Report kommt. Okay. Perfekt. Dann habe ich nur noch einen Task und dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel zu sterben. Hä? Ach, da komme ich nicht hin. Okay. Da war... Okay. Mal los. Ja. Ja, ich kam gerade unten aus Richtung Specimen. Oder wie das heißt. Dieser. Lag der dann jetzt oben, wo du hingelaufen bist, Nico? Ja. Weil ich hab dich hochlaufen sehen, okay. Genau, also da. Ich weiß gerade nicht mehr. Halt, kann ich dir sagen, von Admin hoch, also ich war auch gerade genau. Von Spaceman unterwegs und habe Nico gesehen, wie er von Admin hochgelaufen ist und dann hat er direkt reportet. Ja. Also musste da in dem Gang zwischen Admin und Office liegen. Ach, das Ding, also nicht ganz rechts, ne? Nee, eigentlich Mitte ziemlich. Ja. Ah, okay. Ja. Ich war nämlich ganz rechts noch bei dieser Kiste, wo man die Sachen reinpacken muss. Ich glaube nicht, dass Reggie ist, weil Reggie und Sehan waren kurz zusammen, aber haben sich dann getrennt und ich habe die Trennung gesehen. Oh wow, war das traurig. Das ist aber traurig, ja. Also ich glaube nicht, dass Reggie... aber Nico, ich habe mal kurz eine andere Frage. Wieso hast du vorhin Reggie gewotet? War das einfach so ein Spaßvote? Ich habe nicht Reggie gewotet, Reggie hat mich gewotet. Ah, war es andersrum? Ja, ups, Entschuldigung. Ja. Dann Reggie, habe ich mal eine andere Frage an dich. Wieso hast du vorhin Nico gewotet? War das einfach nur ein Spaßvote? Das war ein Spaßwort. So, Leute haben gesagt, ja, sowas kann sich keiner ausdenken. Da dachte ich an, ja, so dumm kann keiner sein aus dem früheren Part. Da habe ich gesagt, ja, jetzt wollte ich Nico, so aus dem Nichts. Ah ja. Boah. Okay. Erinnerst dich noch an Sachen. Kann. Ja, mach das. Ja. Jedenfalls, ich war gerade in Laboratory, ich bin gerade mit meinen Tasks fertig geworden und wollte gerade zu Vitals gehen und dann kam der Report. Ich habe niemanden gesehen da in der Nähe. Der letzte, den ich gesehen habe, war Ricardo bei Electrical, als er das nicht angemacht hat. Du hast auch Cehan gesehen, oder? Nein. Okay, dann wollte ich dich. Du hast definitiv Cehan gesehen. ja. Du hast Cehan gesehen. Cehan war mit mir in Electrical. Ich habe nur dich gesehen. Nein, wir waren zu dritt in Electrical. Ich habe nur dich gesehen. Cehan war mit... Es kann sein, dass ich ihn nicht gesehen habe, weil das Licht dann noch aus war. Dann ging es an, dann bin ich schon wieder zurückgegangen. Du bist nach rechts gegangen, erst nach unten gegangen. Und ich bin nach links gegangen. Ihr könnt nicht voten, aber es wird euch nicht weiterhelfen. Ich habe Conan gewotet. Okay. Natürlich hast du mich gewotet. Weißt du, dann vote ich jetzt dich, so. Nee. Ich bin der dritte Imposter, Leute. Tja, Nico. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Okay, viel Spaß. Weil einer fliegt und wenn das nicht ist, dann haben wir halt einen rausgeschmissen, der es nicht war. Ja, das war blöd. Na gut, ich mach trotzdem mein Communication fertig und dann haben wir das. Spielen willst, Dani. Jetzt muss ich hier wieder alles aufmachen. Hallo? So. Bist wieder da. Wow. Aber tot. Ja. Ah! Warte, wie ging das? Ah, das ist das, wo ich... Oh, nee! Das ist das, wo ich jetzt 6 Minuten... Nee, 1 Minute warten muss, ne? Ah, da oben läuft's, okay. Ja gut, dann kann ich jetzt mich ums Licht kommen, beispielsweise. Nacht der lebenden Toten. Wie komme ich denn da rein? Hä, wie komme ich denn da rein? Hä, wie komme ich denn in dieses scheiß Lichtding rein? Ich kenne mich nicht mehr aus. Okay.
Ich war gerade auf dem Weg zu Lights zu fixen. Und da lag Rob Jew. Okay. Yo, shit, das ist die letzte Abstimmung. Ja, das stimmt, ich bin tot, ey, scheiße. Ich habe jetzt gerade meine zweite Gasflasche gefüllt. Ja. Shit, jetzt hängt's wieder an mir. Wie, ich weiß, das liegt an dir? Naja, ich, also auch für, aus meiner Sicht hängt's an mir, weil ich weiß, dass ich's nicht bin. So, deswegen. Okay. Jetzt muss Wenn ich du das sagst. Ja. Also ich. Das hat Nico zweimal reportet. Beim ersten Mal, ich kann halt nichts sagen, ob er ihn nicht gekillt hat und dann einfach schnell zurück ist und reportet hat. Das wäre halt denkbar. Also Nico hat letzte Runde die Entscheidung, wer, weil alle haben sich gegenseitig gewählt. Ja, ich wusste aber auch nicht so wirklich. Aber jetzt denke ich eigentlich, Conan, also ich gehe mal davon aus, dass Donald Imposter war. Ja, auf jeden Fall. Ja, das heißt dann, heißt das, dass in der, aber in der zweiten Runde kann es eigentlich Conan nicht gewesen sein, weil glaube, Conan hinter mir war in Specimen, weißt du, also würde ich jetzt Ricky voten. Einerseits würde ich sagen, Nico, du bist nicht, aber andererseits, Conan lügt jetzt auch nicht. Also der hört sich jetzt gerade nicht komplett nervös an. Ich finde... Imposter ist, dann hört ja, deswegen denke ich, dass du es bist. Nee, ich glaube dann... Weil ich habe gerade eher das Gefühl... Conan nicht ist. Ja, Nico, ich habe gerade eher das Gefühl, dass du versuchst, mich auf Ricky zu bringen. Ich glaube eher, dass Nico kann, weil ich merke, wenn Conan lügt, weil Conan... das merkt man doch einfach. Okay. Der würde auch alles herauszögern und keine Ahnung, was doch einfach macht. Also ich gehe auf Nico, ich sag's jetzt einfach. Also ich gehe auf Ricky, weil... Ricardo, entscheide dich. Scheiße. Ich hatte gerade das Gefühl, dass Nico versucht, mich auf dich zu bringen. Weil Conan, du warst ja du auch weißt selber, ob du es bist oder nicht. Wenn du es nicht bist, vote definitiv. Aber ich habe Nico halt nicht gesehen. Und so, wie fühlst du dich gerade so, Conan? Bitte? Naja, wenn du es jetzt wärst, dann kannst du jetzt ja wissen, dass wir uns gegenseitig gewotet haben, offensichtlich. Ach, ich kann das Vote doch ein. Das heißt, theoretisch, wenn du Imposter wärst, kannst du einfach einen von uns beiden voten und hast gewonnen. So. Ja, ich weiß, aber wenn du es nicht bist, dann musst du Nico voten. Ein richtig guter Lügner oder du bist halt innocent. Und Nico hat sogar dich gewotet und nicht mich. Ich hoffe, das war richtig. Ich hab doch gesagt, ich vote Ricky. Okay. Nice. Los. Dann war es doch so, dass du, dann hast du gekillt, hast gesehen, ich komme und hast schnell reportet. Ja, ich muss meinen Namen kurz reinwaschen. Der Shapeshifter hat zu viele Knöpfe. Ich bin aus Versehen auf Shapeshift gekommen, als ich Ricky killen wollte. Und dann hat er gesehen, wie ich mich geshapeshiftet habe. Und dann ist Dani gekommen, während ich Dani war. Und dann habe ich aus Versehen Dani gekillt. Das erklärt jetzt tatsächlich diese sehr wirre Geschichte von Ricky. Die Geschichte war 100% korrekt. Ich habe nur versagt. Ricky, hast du nicht gesehen, wie Jan mich dann gekillt hat? Doch, hat er. Ja. Aber wieso reportest du nicht einfach und gehst zum... Warum hast du nicht reportet? Der war ja dazwischen. Also, ich meine, also das du war, warst ja das zwischen war mir und das, Jan. Das war ich hab da auch gar nicht dran gedacht, dass ich die Leiche hätte reporten können und sagen könnte, ja, Ricky ist von der Leiche weggegangen. Ich Dummbeutel, Alter. Was du, Jan, ich glaub, Ricky war einfach verängstigt. Ricky war einfach verängstigt. Was so fernab des Geschehens? Oh nein, da ist Jan wieder. Und Nico, warum hast du Ricky nicht gekillt, als wir beide am Dingens waren? Und dann muss doch mal den Banner machen. Ey, ich hab das Spiel seit einer Ewigkeit nicht gespielt. Das war doch klar, als er den Emergency-Button drücken will, wenn wir dahin laufen. Ja. Nico, du hast das richtig gut gemacht, Mann. Nico, du warst richtig. Das stimmt, am Ende hätten wir es fast noch geschafft. Ich hab das Spiel ewig nicht gespielt. Ich war froh, dass ihr mich nicht nach Tasks gefragt habt oder so, weil ich nämlich keine Ahnung mehr habe. Nico? Aber ich gerade gesehen habe, dass du Wedgie gewotet hast, war mir klar, dass du es bist. Deswegen war ich den Rest der Zeit nur noch bei dir. Ich habe aber Safe nicht gesehen, als Lives gefixt wurde. Ich habe nur Ricardo gesehen. Was ich noch sagen wollte zu diesen wilden Momenten am Anfang, es war wirklich unglaublich, wie ich bei Ricky war, von ihm weggewendet bin. Ganz oben kann man so zwischen diesen beiden Antennen quasi mehr oder weniger hin und her wenden.
Und während ich da hinwende, sehe ich, wie Danilein mir entgegenkommt. Und denke, ich guck mal, wie es bei Ricky aussieht, weil der da in die Richtung gegangen ist. Dann kommt mir Jan mit Ricky entgegen und Jan killt mich einfach. Und Ricky macht halt nichts. Das war richtig. Ricky geht einfach zum Emergency-Button erstmal. Ja. Ich habe mich einfach verdrückt im Knopf, sonst hätte ich Ricky schon vorher getötet. Ja, und ich habe, wo ihr zum Emergency-Button gegangen seid, habe ich nur gesehen, oh, da sind zwei Leute, da mache ich jetzt nichts. Und dann habe ich aber gesehen, dass der zweite du warst. Scheiße. Ricky, du hast auf jeden Fall sehr viel länger gelebt, als du es eigentlich solltest. Ich auf jeden Fall. Ja, zum Glück, weil am Ende hatte er jetzt die Entscheidung. Das ist wahr. So, nächste Runde, bitte. So, jawohl, jetzt wäre ich wäre jetzt gerne mal Kai im Poster. Boah, ich wäre so gerne endlich jetzt mal im Poster. Ich will mit Dani im Poster sein, danke. Ja, jetzt bin ich Sam. Wo ist Flo eigentlich? Wollte ich auch noch so. Ja, wo ist Flo? Okay, Besatzung ganz normal, klassisch, ohne Schnickschnack. Let's go. Ja, aber was Nico gerade gesagt hat mit den Tasks, einige hier weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, ein paar habe ich jetzt wieder gesehen, die könnte ich jetzt sagen, aber alle weiß ich auch nicht mehr. So. Dann geht's hier weiter. Okay, das kennen wir noch. Das haben wir gerade eben auch gemacht. Das war dieses komische Ding. Dann kann ich jetzt hier eigentlich schon wieder raus. Ah, ich muss da runter. Oh, okay. Dann gehe ich halt nicht da runter. Also, ich habe Cian gesehen. In der Halle. Hä? Ja, diese Halle zwischen Osten und Anfang. Ja. Ich bin gerade brutal verwirrt. Okay, also ich habe gesehen, wie Ricky Dani gekillt hat. Ja. Um es mal abzukürzen. Mir kam gerade ein Dani entgegen oder bin ich dumm? Ich habe doch den Report-Button gedrückt. Nein, ja? Hast du nicht. Doch, habe ich. The fuck? Nein, Xehan hat gedrückt. Nee, ich hab den gedrückt. Xehan hat gedrückt. Ich hab den. Gut. Also, ich hab den gedrückt. Ja, vielleicht habt ihr ja beide versucht. Ja, also kann ja sein, dass ihr beide versucht habt, aber das Megafon ist bei Xehan. Ich hab den gedrückt und dann ist das aufgeploppt, okay? Also, ja. Der war überhaupt nicht. Ja, vielleicht. Also Colin, du warst da in der Nähe gewesen. Du warst, glaube ich, gerade links vor dem. Also, das Ganze war vor dem Labor passiert. Ja, aber ist nicht also, gerade, sag mal, bin ich, habe ich viel Farbenprobleme? Mir ist doch gerade eben ein Dani entgegengekommen, bevor der Report kam. Dann ist jemand als Shapeshifter. Ja, das könnte ein Shapeshifter gewesen sein, natürlich. Sag mal, wo liegt eigentlich die Leiche? Labor. Osten und. Ich glaube, diese Shapeshifter-Geschichte macht mich psychisch noch komplett kaputt. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass Robtrul ihn nicht gekillt hat, weil er war bei mir und ich bin von ihm weggewendet. Aber da kann er den Kill nicht geholt haben. Also Nico war bei mir. Ich bin gerade Nico begegnet über Electrical und Also ich kann sogar noch sagen, welche Tasks ich gemacht habe. Ich habe in der Rettungskapsel das Kursbestimmen gemacht. Ich habe direkt unterm Labor den Knoten gemacht und wollte dann die Wetterstation fixen. Ja, du kennst doch eh alle Tasks Labor. Aus, wenn ich jetzt laber mal nicht. Ja, Mama. Ja, Tasks könnte ich auch ein paar erzählen, aber... Ich glaube, ich habe auch in der Nähe Conan gesehen. Wen habt ihr denn jetzt so gevotet? Wo lag denn überhaupt die Leiche? Du hat Conan gevotet, wie immer. Ich hab Ricky gevotet und Ricky hat mich gevotet, weil offensichtlich schuldigen wir uns ja gegenseitig an. Nein, also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber gut, wenn du jetzt das meinst. Entschuldigung, ich hab gesehen, wie du den gekillt hast. Also. Wenn du zugibst, dass du ihn getötet hast. Gerne, aber. Du hast gesehen, wie Ricky ihn gekillt hat. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Okay, wo war die Leiche? Das war vor dem, also quasi da, weißt du, wo du die Rakete fixen musst im Labor? Ich glaube, davor quasi in dem Garten einfach Angst. Ich glaube, Cian hat Angst, dass er rausgevotet wird. Okay, genau da ist der andere Dani hingelaufen. Ja, ich bin verwirrt. Ja, also Cian gevotet, Leute. Hab ihn ja nicht getötet und. Also. Ich hab absolut keine Angst, wenn ihr in der nächsten Runde Ricky rausvotet. Danke. Cian redet sich gerade so aus. Okay. Und guck genau darauf, wer mich gerade gevotet hat. Danke. Ja, ich war's. Ja, das waren leider vier Leute. Wir können nicht vier Imposter haben.
Glaub nicht, dass Xehan das gerade war. Ich glaube, wir haben noch zwei Imposter unter uns und das ist nicht gut. Und einer davon könnte ein Shapeshifter sein und das ist erst recht nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Einer davon könnte ein Shapeshifter sein. Gott, ich kenne mich nicht mehr aus mit den Eingängen. Das ist furchtbar. Wo ist denn das Ding jetzt? Hier. Mein Gott. So, jetzt muss ich da zu Communications. Ach, das ist wegen... Ja, dann mach mal kurz das Licht. Ach nee, ist ab. Passt schon. Wie kann bei Communications das Licht sein? Das ist ja bei Electrical. Und dann haben wir da unten noch zwei. Da war ein blau. Ich mache jetzt erstmal die Task, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Ist das irgendwie länger jetzt? Ich habe das Gefühl, dass das länger dauert, bis das auflädt. Interessant. So, jetzt haben wir noch die Baumkontrolle und dann war es das. Okay. Die geht schnell. Gut. Ah! So viel dazu. Okay, ich habe meine Tasks fertig. Ich kann jetzt entweder gekillt werden oder reporten und helfen, aufzuklären. Okay, Jan ist da gerade rausgekommen. Da war aber auch keine Leiche, also alles fein. Okay, Jan, ja, Jan kann halt dingsen, aber das heißt ja nichts. Da sind die zwei. Da sind die zwei, drei. Und Jan ist da drüben gewesen, also... Oh mein... Wow. Ich hab nicht schnell genug... Oh mein Gott, Double Kill. Oh. Ich hatte gehofft, dass ein Cooldown noch... Hä? Der Double Kill. Es waren doch gerade noch alle ich am Leben. Hä? Der Double Kill. Vor meinen Augen hat Ricky erst Robchu getötet und neben mir stand Reggie und hat mich getötet, während ich reporten wollte. Aber ich wurde... Ja. Ich wurde gerade gesperrt. Hä, hey, aber wie funktioniert denn dieses Scientist-Ding? Ich kann doch da Vitals anschauen. Richtig. Und da und? Waren vor 5 Sekunden waren noch 5 Leute am Leben. Nee. Ja, weil ja und zwei, jetzt gab es einen Double Kill. Die letzten beiden Leute sind quasi so, mit einer Sekunde Abstand kurz vorher in der Runde gestorben. Ja, von, stimmt, das reicht ja dann schon. Bitte? Was soll das? Ricardo, ich habe nur Jan gebannt, ja. Also den Jan-Account. Ich hab Happy gebannt. Nee. Ich kann ihn nicht einloggen. Herr Ricardo, selber schuld. Okay. Ja. True. Ich habe den Jan-Account gebannt. Ja, aber ich glaube, du hast damit auch meinen Account. Wahrscheinlich ist das ein IP-Bann. Ja, super. Ja. Aber wieso hat es dann nicht vorhin beide rausgefetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Anders kann man nicht entfangen. Du wurdest für MQP-JDF gesperrt, diesen Raum kannst du nicht. Super, dann brauchen wir einen neuen Raum, ja? Oder ja, Hauptsache, das ist wirklich nur der Raum. Ich kann halt nicht entsperren, also ich sehe halt, also ich kann hier nicht. Sehe ich irgendwo gesperrte Leute? Interessant. Warte mal, Besatzungssysteme. Also höchstens bei Besatzung. Ach nee, das ist was anderes. Wir können ja gucken, ob Europa wieder funktioniert. Okay. Er war ja eh nicht erreichbar, weil er nicht funktioniert hat. Ich kann den Account nur noch zusätzlich melden, aber ich kann ihn nicht entsperren. Nee, aber das ist ja auch ein Ding, was Among Us dann intern gemacht hat. Lol. Funktioniert ja gut, Europa dann schnell wieder? Neuer Raum. Okay, let's go. Lacht da kann er nur müde lachen, der Wichser. Ja, echt. Wollen wir mit Europa ausprobieren? Oder bei Moment. J-W-E-U-G-F. Europa geht immer noch nicht. Okay. Ich bin auch mit Nordamerika wieder drin. Was war jetzt der Code? Ihr habt ihn nicht verstanden. Ja, guck doch im Chat. J-W-E. Scheiße, ich hab's falsch geschrieben. Mein Gott. J-W-E-U-G-F. Meine Güte, Conan, ey, nicht mal buchstabieren kann der Junge. Und der will Mathelehrer sein. J-E-W-U-D-F-J-W-E, weil Conan nicht buchstabieren kann. J-W-E. Boah, und dann? Uff. Johann Wolfgang. So wie es jetzt, wie es im Chat steht, ist es jetzt richtig.
im Discord. Johann Wolfgang. Johann Wolfgang von Wöte. Ich bin auf Europa gewesen. Ja. Wird ja festgestellt. War mein Fehler. Ja, ich hab's ja festgestellt, deswegen war ich noch auf Europa. Okay, ja, Ricky, kannst du jetzt wieder? Okay, du kannst wieder. Das ist also nur für den Server. Gut. Das ist doch gut. Kann man mich eigentlich gut verstehen? Versteht man mich eigentlich gut? Ja. Sehr gut. Das fragst du aber bald. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon. Achso. Also ich bin jetzt nicht du hörst dich ein bisschen, du meinst das Gestöhn im Hintergrund. Nee, du hörst dich ein bisschen anders an, ja. Ein bisschen? Das ist gut. Jetzt kann Dani ASMR machen. So, wir legen los. Yippie. ASMR gibt's dann beim nächsten Code. Kill, let's go. 100 Mal. Okay, Nico. So. Nein. Mann, ich will das jetzt endlich mal. Verräter mit Retschi zusammen. Ja, Dani, jetzt können wir alle killen. Ganz normaler Verräter, okay. Ganz normaler Verräter, klassisch. So, jetzt habe ich aber erst recht keine Ahnung. Oh mein Gott, ist das jetzt doof. Was hier so Common-Tasks sind, dass ich die auf jeden Fall mache. Beziehungsweise, ich darf jetzt zum Beispiel nicht die Karte machen, weil die wird mir nicht angezeigt. Dann haben die, glaube ich, auch nicht. Sehe ich das richtig? Ich mache jetzt erstmal den hier, den kenne ich. Da muss ich diesen Dings und so weiter. So, killen kann ich längst. Gucken wir mal. Ciao. Wenn ich zu zweit unterwegs bin mit jemand anderem, dann ist es immer so ein bisschen, oh shit. Da müssen wir wieder hoch. Ey, Robcho, willst du nicht damit hin? Mal, juckt euch das nicht, was da los ist? Oh. Aha. Der ist schon länger tot. Robcho, hast du die Leiche nicht gesehen? Sagen. Wo kamst denn du jetzt her? Von oben. Ja, eben. Der ist schon länger tot. Der ist schon ziemlich lange tot, ja. Ja. Darf ich direkt mal was reinfragen? Sag erstmal, wo die Leiche war. Danke. Die Leiche lag in dem Gang unter Laboratory. Aha. Und Robcho, wo kamst du jetzt her? Bist du durch den Vent? Ich war auch da. Robcho kam vom Scanner. Dann war ich auf dem Scanner, hab da so getan, als würde ich mich scannen lassen. Dann bin ich runtergelaufen und dann kamst du mir entgegen. Okay. Weil ich bin mit Xehan eigentlich erst Richtung Spezimen gegangen und dann kam der Reaktor-Dings, dann wollte ich hoch den Reaktor machen und dann lag halt Nico auf dem Weg darum. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe zwischendurch immer wieder auf Vitals geguckt, also ich bin Wissenschaftler. Ich bin gerade am Überlegen, wann Nico tot war. Ob der schon tot war, wo ich Robcho bei den Scanner gesehen habe oder ob der erst danach gestorben ist, das weiß ich nämlich nicht mehr. Also er war schon relativ lange tot. Ich glaube aber, er war erst. Ich habe ihn erst tot gesehen, nachdem ich Robcho auf dem Scanner gesehen habe, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall auch, dass es schon relativ lange war. Ich habe ihn tot gesehen, kurz bevor der Alarm mit den Seismic-Scannern angefangen hat. Also so 10 Sekunden vorher. Okay, und genau, ich hatte ihm gerade entgegengekommen. Das ist gar nicht so viel Zeit dazwischen. Also ich meine, theoretisch ist es dann aus meiner Perspektive möglich, dass als Conan und ich runtergegangen sind, in dem Moment Robcho vom Scanner aufgestanden ist, nach links gegangen ist, den gekillt hat und uns dann entgegengekommen ist. Theoretisch könnte aber auch jemand von rechts reingelaufen sein und links wieder raus und Robcho hat nie was davon mitbekommen. Ich möchte noch eine ganz investigative Frage stellen, und zwar, Reggie, wo warst du denn so? Wo hast du dich so rumgetrieben? Ich war zuerst da bei O2, da hatte ich eine Wiring Task, dann bei O2... Nee, alles gut, okay. Kann jemand die Map hier reinposten von der Map, weil ich habe die überhaupt nicht im Kopf und ich weiß Jan, nicht, wo was immer noch ist. Among Us Spielinfos sind alle 4 Maps drin. Ein bisschen hochscrollen einfach. Einfach der Channel Among Us Spielinfo, hast du direkt die Maps. Genau. Reggie, hast du mich gesehen, wie ich zu dir zu O2 kam und bist dann rausgegangen? Es sind 2 Leute zu mir gekommen. Ich weiß ja nicht, okay. Wer das war. Alles gut. Ich habe mich nämlich gewundert, du warst da drin, ich habe den Task gemacht, auf einmal steht Ricky da und ich habe Ricky nicht reinlaufen sehen und ich dachte, er hat irgendwie seinen Shapeshift verloren oder so. Ihr seid beide gleichzeitig reingekommen, meine ich.
Ja, okay, verstehe. Dachte, wo liegt die Leiche jetzt nochmal? In dem Gang unter Laboratory. Also wenn du praktisch von der großen Fläche aus... Ja, ich habe die Map jetzt offen, jetzt sehe ich. Okay. Ja. Genau. Robjo, ich habe noch mal eine Frage. Hattest du dich jetzt scannen lassen? Vielleicht. Das wäre nämlich wichtig, weil wollte er oder er ist halt Imposter. Ja, das wäre wichtig, weil wenn du jetzt nämlich... Also ich würde ihn an deiner Stelle jetzt nicht trollen, aber okay. Ich habe mich scannen lassen. Ich finde ihn komisch. Okay. Ja, ich auch. Ich tut mir leid, ich hatte jetzt in der Situation... Du verhältst dich gerade echt komisch, I'm sorry. Also. Boah, ich hoffe, dass da was dran... Der hat sich gerade um Kopf und Kragen geredet. Ich meine, wenn er sich raus trollvoten lassen will, bitte. Ich habe da kein Problem mit, to be honest. Oh Mann, ey. So, wir machen jetzt das, was wir vorhin gemacht haben, weil da kenne ich mich jetzt aus. Na, das ist hier einmal die Flaschen. Die Flaschen sind super. Es dauert auch ein bisschen länger diesmal. Haben wir ja vorhin gesehen. So. Dann hier. Oh, Xehan ist da alleine. Okay. Ciao. Dann helfe ich doch mal eine Runde mit. Nice. Jetzt gucke ich mal, wer den anderen gemacht hat, dass wir das sehen können. Wer war der andere? Ah, man sieht's nicht mehr, okay. Kann ich gleich wieder killen? Theoretisch könnte ich... Nein, ich kann... Oh doch, ich kann gleich wieder killen. Sweet. Ja, wie es immer Conan ist, was ist denn das? Sweet. Ja. Okay. Ich fand zuerst die Aussage von Robjo schon geil, wo er meinte, er hat so getan, als würde er sich scannen lassen. Ja. Und als er dann beim zweiten Mal immer noch getrollt hat, da hat es mir gereicht. Ja, wenn du dich Troll rausvoten willst, ich habe da kein Problem mit als Imposter. Ja, also no front, Robjo, tu was immer du machst, nicht lassen kannst, wie auch immer. Aber die Runde geht auf jeden Fall auf deinen Nacken. Ist auch, ja. Ich mach das für die Fans, nicht für euch. Also es wäre alles cool, aber wenn du es nicht für Conan machen würdest, wäre ich dir dankbar. Ah, okay. hattest du denn den Kill gemacht, Conan, oder wie lief das? Ja, Conan. Ich habe den Kill gemacht, dann bin ich... Clever, weil da hast du dir runter... Der Kill war vorher passiert. Und der Kill war schon lange vorher, ja. Ja. Ah, scheiße, ja. Okay. Dann bin ich zu dir mit runter. Das Problem. Ich habe nämlich versucht, mich zu erinnern, wann der Kill war, aber ich wusste es nicht mehr. Aber ich bin auch, also ich habe daran gar nicht gedacht, weil jetzt Nico gerade sagt, es war klug. Stimmt, ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich wollte eigentlich nur den Reaktor dann einfach so ein bisschen mitmachen und habe dann gedacht, oh, und als ich dann gemerkt habe, verflucht, ich laufe ihm gerade selber über den Weg. Jetzt muss ich reporten, sonst heißt es ja, ich habe die nicht gesehen. Aber natürlich war es cool, Conan wusste so genau, wo die Leiche ist. Das konnte er nur gewusst haben, wenn er sie gesehen hat. Scheiße. Nee, er hat doch. Ja, aber ich hab's ja gefunden. Ja. Ich habe ja die Leiche reportet. Ja. Achso, hattest du sie gesehen? Der Kill war aber clever, so. Weil da sind 1000 Leute am Anfang da rein und dann hat er mich gekillt und dann wart ihr alle schon weg quasi und es hat dann ewig gedauert, bis da wieder jemand hin ist. Also, Long Story Short, Conan hat jetzt so häufig gewonnen und uns so häufig blamabel dastehen lassen, dass wir schon anfangen, ihn dafür zu loben, dass er einfach Glück hatte. Conan hat einfach jeden Imposter. Kill gemacht. Ich habe keinen einzigen Long story Kill short, wir starten jetzt die nächste Runde. Ja, danke! Ja. Long story Conan short, darf nie wieder gewinnen. Den Imposter. Ich wäre jetzt auch gerne mal wieder Imposter. Ich war die letzten. Aber Reggie, den letzten Kill konnte ich nur machen, weil du mit dabei warst. Ja, ich wollte eigentlich gerade auch einen Kill machen. Und dann war schon zu Ende. Ja. Los, nächste Runde, hopp hopp. Ich war noch nie Imposter übrigens. Ich war noch niemals in New York. Ich wollte es nicht sagen. Ich auch nicht. Ich bin kein Imposter. Aber ich war auch noch niemals in Hawaii. So. Das sind ja kein, ey. So. Ich war noch niemals in deiner Mutter. Ja. Wieso bin ich denn schon wieder? Gerade läuft's ganz gut als Imposter, aber ich bin's nicht so gerne irgendwie. I don't know. Es fühlt sich immer so schwierig und komisch an. Weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass mich alle verdächtigen. Und weil man halt so, man macht Tasks, aber man macht halt keine Tasks. Das ist ganz weird. Komm, wir machen den, okay, das sind schon wieder die Dinger. Wenn mir jetzt einer entgegenkommt, kann ich ihn ja eigentlich killen, weil die meisten dürften da hochrennen. Und ich habe halt eigentlich... Also ich bin hier viel zu weit weg.
Mir kann jetzt keiner vorwerfen, dass ich mich da nicht... Okay, die haben sich drum gekümmert. Stabil. Okay. Jo. Der ist schon länger tot. Der ist schon ziemlich lange tot, ja. Der liegt auf jeden Fall da schon, seit wir den Dings gefixt haben. Genau, den habe ich vor dem Alarm war er schon tot. Krass, ja, okay. Genau. Also ich habe ihn beim Hochlaufen an den linken, oder erstmal anders, der liegt im Security, heißt der Raum. Ja. Und okay, ich habe ihn jetzt gerade mit, ich glaube, Ricky. Ach, genau, da ganz so links. Okay. Und Donald ist rausgewendet aus dem Loch draußen. Also der könnte auch gewesen sein. Ich bin von Northeast vom Generator nach Northwest gegangen, um schneller da zu sein, damit ich den machen kann. Da seid ihr mir entgegengekommen. Also ich bin gerade nach Specimen gelatscht. Leiche nicht gesehen. Ich bin gerade nach Specimen gelatscht. Wie soll ich denn die Leiche sehen? Ricky, wie soll ich die Leiche sehen? Also du weißt, dann, wo die Leiche ist. Ich bin mit euch hinterher. Ich bin euch hinterhergelaufen. Natürlich weiß ich, wo die Leiche liegt. Du bist dann. Achso, du wolltest den Generator fixen. Ich bin kurz in Electrical gewesen, hab reingeguckt, ob da jemand liegt, und dann bin ich weitergelaufen. Okay. Was hast du denn für ein, was hast du für ein Vent benutzt, dass du den von dem östlichen Generator zu dem westlichen Generator? Ach so, hä? Ja, aber da lag die Leiche ja auch gar nicht. Nee, das ist richtig. Die ist ja in Security. Das ist richtig. Ja, aus dem. Achso, dazwischen kann man, okay. Wusste ich jetzt gerade nicht. Dass man jetzt, wo ich die Karte offen habe, kann ich euch auch sagen, wie ich wende. Dani, hattest du mich gegen Anfang einmal gesehen? Ich glaube, du kamst, du meinst, du kamst aus einem Lüftungsschacht. War das der vorm Labor? Was, ich kam nicht aus einem Lüftungsschacht, ne. Also ich war am Anfang im Laboratory. Ich war im Laboratory, aber bin dann rausgelaufen. Aber okay, kann sein, dass du da auch warst, ja. Genau, du kamst aus dem Laboratory und du warst nämlich, glaube ich, die einzige Person, die ich gesehen habe dann noch, weil ich war dann nämlich nach Specimen gegangen. Ja, doch, Tatsache. Du bist dann wieder, ich bin aus dem Laboratory wieder raus und du bist mir entgegengekommen. Okay, ich wollte nur wissen, ob du das warst, weil ich habe nämlich sonst niemanden gesehen in der Runde. Ja. Okay. Okay, wo war Conan? Ich bin, warte kurz, ich brauche die Karte. Okay, warte, ich vote dich, ja. Nein, das... ich bin über Specimen... Da habe ich diese Kiste gemacht mit den Kristallen. Okay, das reicht mir. Wen habt ihr denn jetzt so gevotet? Und in welche Richtung bist du danach gegangen? Ich bin nach links. Ich wollte dann erst hoch zu diesen Reaktordingern, als die losgegangen sind, aber dann waren die schon relativ schnell erledigt. Das deckt sich dann, weil du bist mir nämlich nicht entgegengekommen, weil sonst wärst du mir entgegengekommen. Und wen habt ihr denn jetzt so gevotet? Wo bist du denn? Ich habe Conan gevotet, aber wo bist du denn langgelaufen, nachdem der Reaktor oder während der Reaktor im Gange war noch? Ich bin von Specimen nach links. Ja, das... Aber wo warst du wann? Wo warst du, als der Reaktor fertig, als der gelöst wurde? Ja, da war ich dann unterhalb von Admin. Ich wollte dann halt da weiter hoch. Ah ja, okay. Dann, er wurde ja relativ schnell gelöst, also ich kam ja gar nicht mehr hin. Votet bitte nicht Conan, es sei denn, er lügt gerade. Ich glaube, der hat sowieso alle gewotet. Also ich würde ja, also Ricardo ist es übrigens, aber, ne? Also wollte ich nur mal sagen. So ich möchte mal nur sagen, Conan hat wieder bis ganz zum Ende gewartet und das ist normalerweise, wenn er Imposter ist. Ja, das. Ricardo. Aber Conan war jetzt auch einfach richtig häufig Imposter. Also in der nächsten Runde nicht sterbe, es ist Ricardo. So. Okay. Jan wird schon mal gar nicht verdächtig, das ist gut. Ich meine, ich werde immer verdächtig, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Solange ich Jan ein bisschen unterstützen kann, ist eigentlich alles gut. Wenn ich ihm einen Kill oder so einfach zuschiebe, nicht, dass er verdächtigt ist, sondern einfach, wenn ich einen Kill durchführe, dann ist alles gut. So. Ah, jetzt kommt Jan da gerade hoch, das ist natürlich blöd. Ich hoffe, der hat da unten nicht gekillt, sonst muss ich reporten. Nein, hat er nicht, aber ich kille hier unten. So, und damit haben wir doch schon einmal mehr. Ah, okay, da kann ich nichts machen. Was soll's. Machen wir mal hier den Dings. Und dann killen wir Wedgie. Wedgie ist der Nächste. Ist jetzt eigentlich egal, ob jetzt noch jemand gefunden wird, weil das läuft.
Das läuft. Eigentlich braucht Jan nur noch einen Kill und dann haben wir das, ne? Müsste passen. Ansonsten kann ich auch meinen Kill-Cooldown einfach abwarten und da oben nochmal eine Runde mehr gehen. Alles cool. Ah, Kill-Cooldown ist weg. Wir machen einfach noch einen Kill und dann war's das. Nee, einfach nee. Ich hab gesagt, es ist Colin. Nice. Ich dachte, aber der erste Kill war ich nicht. Das ist doch nicht. Nee, das ist richtig. Der erste Kill, da war Conan vollkommen zu Unrecht verdächtigt. Mann, Alter, ich bin mal. Könnt ihr mal aufhören, mich innerhalb von 10 Sekunden zu killen? Ich wollte nach Specimen rein und mit mir geht Jani rein und der hat sich schon so komisch rumgedrückt. Deswegen dachte ich so, nee, komm, ich warte jetzt lieber noch mal ein bisschen länger in Decontamination und lass ihn erstmal vorgehen, weil ich dachte, sonst killt er mich da drin. Dann gehe ich rein, wer killt mich da drin, Conan? Hey, das war ich übrigens, der mit dir da reingegangen ist. Conan ist mir dann entgegengekommen auf der anderen Seite von Specimen. Ja, das hatte ich doch gesagt, dass du das warst. Ich hab Jan gesagt. Ja, ich war Conan, Storage. Hast du jetzt alle Kills in der letzten Runde gemacht, weil ich war gerade dabei, Dani zu killen. Ich bin immer wieder rumgelaufen, hab gesehen, oh, Kill-Cooldown ist gerade unten, da steht einer. Was ich mit meiner Geschichte nur aussagen wollte, ich hab versucht, dem einen Imposter auszuweichen und bin in den nächsten reingelaufen. Hä, ja, wusstest du denn, dass ich auch Imposter bin? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, du hattest. Ich wollte einfach nicht zusammen mit dir in die Luft schleusen, weil die Gefahr noch bestand. So. Ich war vor dir drin, Arschloch. Also, wenn wir noch einmal gegen Conan verlieren, dann fange ich an, hier Sachen kaputt zu machen. Ich schrei schon jedes Mal. Ich war im Storage, Conan kommt dann rein und ich denke mir so, scheiße, Conan ist auf jeden Fall der Poster. Ich war gerade in dem Event, weil ich bin halt Engineer. Und ich habe gemerkt, fuck. Ich hab meine Task und ich dachte, das Menü schließt sich automatisch, tut es nicht. Und ja, dann konnte ich nicht wenden. Und deswegen mach ich jetzt diesen Tisch hier kaputt. Ja, aber echt, ey. Neue Runde, hallo. Hättet ihr mal am Anfang direkt Conan rausgevotet, so ein Dreck. Ja, also ab jetzt. Also Conan, Glück und immer Conan raus. Conan, du Dani, wirbst du jetzt? Ja, wenn ich jetzt wieder nicht bin, ich sag dir, ey, ich... Das gibt's doch nicht! Warum? Ach, komm schon! Was ist das? Wie oft willst du in dieser Runde Imposter werden? Ich? Ja. What the hell? Ist wenigstens die... Ja, hier kann ich was machen. Mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Weil Real Talk... Wahnsinn. So. Okay. Kann killen. Licht ist aus, ne? Ich mach mal den hier. Aber jetzt am Anfang so schnell zu killen ist wieder riskant. So, das geht erst, wenn so ein bisschen was durchgelaufen ist. Oh, hier weiß ich gar nicht, was ich hier machen muss. Da gehe ich lieber raus. Es ist nicht, dass mich jemand fragt, was ich hier getan habe. Wir machen mal hier den kenne ich wieder. So. Okay, wir machen den nicht mehr. Boah, der arme Nico. Was soll denn das? Das ist jetzt echt schade, dass es wieder Nico erwischt hat. Ja, okay. Ich sag nichts mehr dazu. Also, dachtest du, Conan, war das gerade unfreiwillig ironisch? Nein, das war wirklich schade, weil es wäre schon schön, wenn er schon wieder mal mitspielt, seit langer Zeit auch mal ein bisschen spielen darf. Ich wollte dich abschütteln, ich wollte zu dem Note da und du warst hinter mir. Ja, ich wollte zu dem Weather Note da und du warst so dicht hinter mir und ich dachte so, nee, bevor der mich jetzt killt, laufe ich lieber nochmal eine Runde um den Stein. Und dann bist du halt mitgekommen und deswegen bin ich dann in eine andere Richtung. Ja, bevor jetzt irgendwas passiert, sagt mir mal bitte, wo ihr alle seid, weil ich habe niemanden gesehen die ganze Runde, außer der Leiche. Bevor wir über die Leiche und über alles reden, würde ich ganz gerne kurz meine Schlussfolgerung, warum ich schon gewotet habe, kund oder darlegen. Und zwar, ich bin wieder nicht Imposter. Nico stirbt als erstes. Schlussfolgerung für mich, es muss Conan sein. Okay, ich wurde auch Conan. Ich hab Nico nicht erledigt. Wo seid ihr denn alle? Sagt mal bitte, wo ihr alle seid. Ich bin jetzt zum Schluss unter O2 bei dem Task mit den Flaschen. Unter gewesen. O2. Da bist du ja gut aufgehoben, wa? Wo ist die Leiche? Untergleiche Sünden. Wo warst du, Robju? In dem Raum, wo dieses DVD-Logo sich die ganze Zeit
hin und her bewegt, um die Ecke zu treffen. Kann mir jemand sagen, wie das heißt? Ich habe Robju noch gesehen, der ist aus dem Specimen, glaube ich, hochgekommen und das ist Admin. Genau, danke. Okay, Reggie, wo warst du? Specimen und mir kam gerade Daniel entgegen. Da hatte ich das Summersizing. Xehan, wo bist du? Und ich kann noch hinzufügen, Nico ist schon seit mindestens 20 Sekunden tot. Ich bin halt Scientist. Ja, stimmt, genau, ja, richtig. Xehan, wo bist du? Ich bin draußen in der Mitte der Karte und werde gerade von Ricky verfolgt, der ist hinter mir. Okay, damit würde ich für den Kill Dani, Robjo und Reggie rausnehmen. Conan ist relativ verdächtig, weil ich bin zwischen O2 unter Electrical und Security hin und her gewendet. Und die Leiche liegt in Second Central rechts neben Communications. Wo ist Second Central? Ach, da, okay. Das ist der große Platz. Ach so. Second Central ist der Bereich von der Kamera. Also fast okay. da, wo Ricky und ich gerade rumlaufen. Interessant. Genau. Obwohl, warte mal, das würde Conan nicht etwas weniger verdächtig machen und eher dich und Ricky verdächtig machen. Ich glaube trotzdem, es ist Conan. Ich glaube, das ist richtig ruhig. Aber ich meine, es ist immer Conan, ne? Okay. Aber richtig ruhig, wenn es richtig ruhig das ist, dann ist Ricardo der im Post. Ne, man muss ja schon mal zumindest anmerken dürfen, wenn Conan jetzt mal nicht Imposter wäre, dann würde er doch bestimmt das irgendwie anmerken. Also ich kann zumindest sagen, dass... Ich habe gerade einfach nicht sonderlich viel zu sagen. Conan hat gesagt, er war in O2, aber als ich kurz vorm Reporten zwischen nicht den drei Events hin und her gegangen O2. Bin, habe ich unter O2 nicht gesehen. Conan ist wieder letzter, der votet. Leute, weil ich gerade die Karte offen habe. Ich skippe sowieso, weil ich noch viel zu... Ja, okay. Lass mich skippen hier. Ich hab Nico nicht gekillt. Ja, fick dich, Colin. Du hast Nico nicht gekillt, den anderen. Colin, ja, das war auch einfach aus Prinzip. Let's save. Damit auf keinen Fall Colin die Kiste gewinnt, mit der Aussicherheitsgründe. Ja, jetzt viel Spaß, Ricky. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Ah ja, kill. Okay. Ich muss Leute einsperren. Ich muss verhindern, dass jemand hier hingeht. Mist. Konnte nicht verhindern, dass jemand hier hingeht. Okay, ich versuche jetzt Leute einzusperren und denen Angst zu machen. Okay, ich versuche nicht Leute einzusperren und denen Angst zu machen. Ja, easy. Easy peasy. Der Donald liegt irgendwie draußen da unterhalb des Laboratories. Jetzt bin ich gespannt, ob Ricky sich jetzt verdächtig gemacht hat. Und mir kam gerade ein freudestrahlender Ricky an, Scheiße. Der so ein bisschen rumgetänzelt ist, als er mich gesehen hat, offenbar Kill-Cooldown hatte und ich vermute mal kurz vorher Donald gekillt hat. Also er ist gerade gestorben, das kann ich bestätigen. Ja. Also es ist wirklich Ricky, oh mein Gott. Ich hab gerade eben gesagt. Ich hatte, das Ding ist, der hatte mich schon so komisch verfolgt gehabt. Ich dachte so, schon so scheiße, da werde ich mich bestimmt killen. Wie schnell das jetzt ging. Oh Gott, ey. Ja, Gott sei Dank bin ich vor dem Spasti weggelaufen, ey. So, wenn wir jetzt ich hatte nichts mit dem ersten Tod zu tun. Ich hatte nichts mit dem ersten Tod zu tun. Du wirst das nicht. Alter, Conan, ich. Fick meinen Arsch. Gut, Dani, danke, dass du mich sofort gesehen hast. Alles, was du machst, ey. Ich möchte. Also, es ist jetzt sehr egoistisch, aber ich möchte doch nur einmal Imposter sein. Und wer ist es die ganze Zeit? Conan. Ich verstehe es auch nicht, aber ich hatte nichts mit dem ersten Tod zu tun. Ich wäre auch gern mal Imposter, dann sterbe ich wenigstens nicht vor dem ersten Meeting. Ricky, wolltest du mich killen, wo ich dich versucht habe abzuschütteln? Ricky? Was? Wolltest du mich killen, wo du versucht hast? Nein, ich wollte einfach nur mit dir zusammenlaufen. Okay. Einfach ein bisschen chillen, Imposter und Besatzung. Eine Runde lang still, sagt dann, oh, Conan ist ganz schön leise. Ja. Weißt du, Dani, ich hatte ungefähr 2 Sekunden Angst, dass du Imposter bist und mich nicht reportest. Ah ja, ich glaube, ich habe mich verklickt oder so. Alter, wann geht denn eine Runde mal los? Ja, neue Runde jetzt hier, Amogus. Und jetzt mal nicht Conan, bitte. Ich wäre auch mal gerne nicht mehr Imposter. Ja. Nico und ich. Ricky und Nico, ja. Komm schon. Daniel okay, danke. Okay. Geil, Dani, wir beide. Ich kann Schächte nutzen. Ich weiß zwar nicht, wann ich das tun sollte, aber ich kann Schächte nutzen. Ach, Mensch.
So. Minus. Junge, wie lange dauert das? Okay. Ah, nee, jetzt muss ich kommen. Ich bin Engel. Ich bin Engel. Auch das ist aber schade. Oh mein Gott. Er war auch noch ein Schutzengel. Ey, das gibt's ja nicht. Also... Der ich werde mein Bestes tun, um den Engelstatus jetzt mal zu benutzen. Ich habe irgendwen gesehen, aber ich weiß leider nicht mehr, wer. Conan, würde ich sagen. Also ich habe die... Ja, ja, genau. Also ich habe zwei Leute gesehen. Ich glaube, einer war Conan und einer war noch wer. Ich glaube, Robju, weil ich bin vor Robju weggewendet in Richtung Northwest, also von Northeast also in Richtung Northwest. Ich bin relativ direkt in Specimen gegangen und habe da Tasks gemacht und dann habe ich die Vitals gecheckt und da lebte Conan noch. Dann kam Robju dazu. Ja. Und das kann ich bestätigen. Ich habe Daniel. Also, weiß nicht. Also, dass ich zwei Leute. Später oder so kam dann der Report. Also, dass ich zwei Leute nicht, beim Labor gesehen habe, war auch noch nicht so lange her. Also, das kann hinkommen, dass Conan noch nicht so lange tot ist. Also wenn es kein Shapeshifter war, hat ein Dani mich gekillt. So viel ist schon mal klar. Und wieder jemand gekillt hat, aber ich quasi wieder nicht die Möglichkeit hatte, das zu sehen. Also ich bin wieder. Die Frage ist aber, wen schütze ich dann jetzt? Nicht, dass ich versehentlich den Imposten. Und ich weiß gerade fixen, da war Nico schon. Also ich glaube, Nico war es nicht, dieser Kill. Andererseits, Xehan hat mich ja gerade... Ja, Nico lebt noch, er muss Imposter sein. Ich verfolge einfach mal Dani. Ich muss ja meine Tasks auch noch machen. Scheiße. Wie gesagt, ich bin runtergegangen. Ich darf als Engel nicht nur schützen, ich muss auch meine Tasks machen. Und hab dann Dings geguckt. Dani ist gerade super nervös, ich glaube, der lügt. Ja, mir kommt das nicht gerade so viel Zeit. Aber die voten Dani gleich raus, dann weiß ich aber nicht, wer der Zweite ist. Und dann habe ich Vitals gecheckt. Weil du kannst nämlich die Vitals nicht checken, während Com sabotiert ist. Ja, schon klar. Normalerweise ist er also selbstbewusster. Ja, das stimmt. Man kann Vitals nicht checken, wenn Coms. Ja, ich weiß nicht, was Ricky mit Selbstbewusster meint, aber... Ja, ich finde es auch komisch, was Ricardo sagt. Ich habe ihn gewotet. Oh Gott, Leute, ihr müsst doch skippen. Das ist doch... Ach, Mann. Ey. Das skippe ich einmal, weißt du? Und dann kommt ihr direkt wieder... So ist es spannend. Ja, weil ihr nicht konntet... Sagen wir es mal so, ich... Robbio, warum versuchst du so unbedingt, dass wir skippen? Vielleicht... Ich finde Dani suspekt, aber das reicht nicht, um... Ja, nee, macht ja Sinn. Ich verstehe, was du meinst, aber das mit dem... Jetzt kommt jeder von einem anderen einen Vote. Das wäre natürlich nice. Ich bin verwirrt. Ich bin mir nicht sicher. Warum habt ihr jetzt, also ich verstehe, warum Dani sus ist. Warum, ja, weil er war jetzt noch sus? Ja, das mit Ricky sus, das war Schwachsinn. Ich glaube, Robby. Nee, ist ja auch. Also ich habe Ricky gewählt. Quatsch, ich hab das gewählt. Aber nächste Runde bin ich gewählt. Interesting. So. Ah, let's fucking go. Also Dani ist Dings, aber ich muss... Oh, jetzt müssen wir erstmal... Scheiße. Ich kann auch Schutz nicht machen, solange Com sabotiert ist. Das ist ja auch interessant. Ich muss... wo ist denn das? Ach, jetzt geht's wieder. Ja, stabil. Ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Schutz. Aber der hält da, der hält nicht lange. Das hat nichts gebracht. Scheiße. Okay, ich mach mal meine Tasks. Jetzt habe ich nämlich eine Minute Cooldown für den Schutz. Das war blöd. Egal. Vielleicht habe ich ja trotzdem damit Robju davon abgehalten. Er hat ein bisschen sass gewirkt. Sag mal! Okay. Dani reportet selbst. Okay. Juhu. Okay, der Kill muss sehr kurz, also sehr recent sein, weil ich gerade noch Vitals gecheckt habe vor weniger als 10 Sekunden und dann... Ich glaube, ich hätte ihn auch sehen können, aber ich stand auf dem Scanner und habe weggeguckt. Ich habe nicht auf den Bildschirm geguckt und bin vom Scanner wieder zurückgelaufen und dann lag, weiß ich nicht, so auf Höhe vom Eingang da. Also wenn man oben rechts, was ist das, Laboratory oben, auf dem Scanner steht... Wenn du von da dann wieder zurückgehst, da am Eingang, da lag er. Das macht einen interessanten Self-Report. Ich bin ohne Xehan bin ich hochgegangen. Oder ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Stell mich auf den Scanner, geh zurück und sehe, er ist tot. Also nochmal, du meinst, er ist quasi dabei noch East, bei der 3. Achso, ja, genau.
Lass mich mal ganz kurz unabhängig von dem Kill, was das kann nicht sein, ich bin da gerade dran vorbeigelaufen, da war niemand. Mhm. Das kann nicht sein. Hä, wo denn genau? Also es ist dieser Raum, wo du dann auch reingehst, wenn du Richtung Specimen gehst. Und da noch im Bereich Richtung Laboratory, also bevor du in diesen Zwischenraum gehst, da liegt der direkt davor. Und rechts davon ist dieser Scanner und da stand ich vorher. Darf ich ganz kurz was zwischendurch anmerken, was nichts mit dem Kill zu tun hat? Was vielleicht auch sus ist. Ja. Und zwar war ich unten ganz links in dem, wo die hier die Wasserrohre sind, wo man das Rad dreht. Und kurz nachdem ich da rausgekommen bin, sind die Türen zugegangen. Ich wollte also in das Vent unter Electrical, um zu gucken, wer da drin ist. Und aus dem Vent kam Ricky raus. Also es könnte sein, dass Ricky versucht hat, mich einzusperren oder jemanden einzusperren mit sich zusammen. Das ist sehr spekulativ. Dani, wo nochmal liegt genau die Leiche? Ich habe gerade die Karte auf. Also wenn du da oben in dem Bereich Laboratory bist und dann Richtung Specimen gehst, dann gehst du ja, bevor du in den Kontaminierungsraum gehst, ist noch so ein Zwischenraum. Ja. Und da nach oben am Ausgang oder Eingang, je nachdem, liegt er halt. Also so an den Wiring Tasks. Ja, genau. Ja, genau. Welcher? Aber halt so ein bisschen bis... Was nochmal? Und an welcher Wiring Task? An der ich habe eine Vermutung. Also, wenn du die Karte offen hast. Ich glaube, es ist Nico und Robby. Ich glaube, Reggie, Tauntelt, Dani. Weiß ich nicht. Dani ist sehr nervös. Donald ist sehr... Also Tauntelt. Also ich würde sagen, es ist sehr definitiv was? Nico. Wieso jetzt und entweder Robby oder Dani. Es ist bestimmt Nico, weil er immer noch lebt, also, und Ricardo das seltsam findet. Ricardo könnte gerade vielleicht doch versuchen, davon abzulenken, dass Jan gerade einen guten Punkt gefunden hat. Nee, eben, zu beschuldigen. Weil er einen guten Punkt hat. Also der versucht ja wirklich herauszufinden, wer wirklich jetzt Imposter ist. Reggie auch. Dani sagt jetzt irgendwas. Und Nico und Robbio sind still. Und ja, ich bin auch ein bisschen still, aber... Ricardo, wenn du das jedes Mal so sagst, dann... Aber ich glaube auch nicht, dass Ricardo... Also ich vote für... Ich vote schon für viermal oder so, Poster in Folge oder so. Holy shit, ja. Also haut Dani raus. Wir scheinen auch wissen, was Dani sagt, aber ich bin unsicher, aber ich muss voten. Oh shit. Nico hat auch für ihn gewotet, okay. Ach, Quatsch. Ich darf mich gar nicht... Ich glaube, Dani ist ein Imposter. Okay. Scheiß Knopf. Hallo. Okay, der Schutz ist noch. Scheiße, ich muss. Fuck. Jetzt sind beide bei ihm. Kann ich ihn schützen rechtzeitig? Oder ist er am Ende selber im Po. Nein, ich glaube. Oh nein! Aber er versucht's gar nicht. Oder hat er noch Cooldown? So. Ich hoffe, das war ein guter... Keine Ahnung. Aber ich muss halt auch die Tasks machen. Das ist blöd. Am Ende habe ich jetzt einfach dem Imposter-Dings gegeben. Keine Ahnung. Es ist schwierig auszumachen, weil du als Engel nicht zwingend... Also, ne? Ich weiß, dass Dani es ist. Aber das war es halt auch schon. Ganz schwierig. Oh, ich hasse das. Das dauert so 3 Jahre, ne? Nein! Fuck. Oh Gott, ich hätte Nico, später ging's nicht. Ja. Ich hätte Dani voten sollen, scheiße. Und ich hab die ganze Zeit Robschuh gewotet, fuck! Dani hatte sich voll versammelt am Anfang mit dem Wald. Ja, 100 pro, Alter, 100 pro. Scheiße. Nee, Dani, ja, aber ihr Dani seid alle nicht mehr drauf eingegangen. Als er sofort also auf Ricky aufgesprungen ist, weil ich gesagt habe, das ist super, super spekulativ. Ja, weil Ricky halt auch wieder so einen emotionalen Punkt getroffen hat, dass er sagt, ich werde nervös, weil ich wirklich nervös geworden bin, als ich mich da direkt verpleite. Das dachte ich mir nämlich fast, dass du wirklich nervös warst. Ich war wirklich auf dem Finger, schlimm, mit dem Finger auf der Ja-Taste bei dir, aber ich hab dir gesagt, nee, komm, scheiß drauf, ich vote für Skip. Weil hätte ich für dich abgestimmt, wär's rausgeflogen.
Ich habe gar keine Nervosität gemerkt, deswegen fand ich Ricardo so komisch. Nee, das war einfach wunderbar. Ich wusste ja auch, dass er scheiße erzählt. Rob 2 ist einfach sehr schön. Ja. Dani, wolltest du Nico gerade killen? Wie? Als du da zu ihm so gelaufen bist, kurz jetzt. Weil ich habe Nico ein Schutzschild verpasst. Ich wollte wissen, ob es sinnvoll war. Warte, ich merke das gar nicht, wenn du mir ein Schutzschild gibst. Ah, das sehe nur ich, okay. Jetzt in der letzten Runde oder kurz vor Schluss fast? Ja, wo du Nico hinterher bist, habe ich gedacht, ich verpasse ihm ein Schutzschild. Ich hatte Cooldown, aber ich hatte überlegt, ihm hinterher zu laufen. Aber hattest du denn Conan gekillt, Dani? Macht schon Sinn. Ja. Ja, hat er. Dann waren das doch ihr beiden, die ich gesehen habe. Ich konnte mich nur nicht dran erinnern, wer die beiden Personen waren, die ich ins Labor habe reingehen sehen. Ich war es nicht. Es war auch ein bisschen dumm, weil ich mich einfach ein bisschen zu sicher gefühlt habe, weil ich mit Rob Chu zusammen da langgelaufen bin. Ja, oh, guck mal. Ja. Hat geklappt. Es ist als Engel, muss ich sagen, gar nicht so einfach. So diese Theorie, du willst dem Impost hinterherlaufen, in der Zeit kannst du nämlich deine Tasks nicht machen. Und du musst ja trotzdem die Tasks weitermachen. Ja, Tasks sind doch völlig geil. Wir schaffen doch sowieso nie die Tasks. Wie oft gewinnst du durch Tasks? Einmal pro 1000 Spiele. Aber an sich tut das natürlich. Ja, nicht noch. Ja, könnte weitergehen, oder? Na klar. Ja, aber erstmal neuen Part, weil wir sind bei einer Stunde. Oh. Gut. Dann sage ich hier danke fürs Zuschauen. Wir kriegen auf jeden Fall noch einen Part hin. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.